Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Daily Vlog hier auf meinem Kanal. Wir haben Donnerstag und ja, wir starten frisch und voll mit Haaren in einen neuen Tag. Ja, ich habe ja so ein bisschen gestern schon erzählt, was heute so anliegt. Heute ist ja, ich muss los zur Arbeit. Ich denke mal, wir machen so gegen 11.30 Uhr los. Mein Mann fährt heute mit. Mein Mann möchte heute die Vorhänge machen vom Laden, was ich euch ja schon öfters gezeigt habe. Da kommen ja wieder diese, jetzt habe ich den Namen vergessen, diese Lamellen dran. Und Lamellen? Ich weiß nicht, wie die heißen, die Teile. Ihr wisst aber, was ich meine, ne? Und die Gardinen nehme ich mit nach Hause, die kann ich dann heute Abend gleich waschen. Und wenn ich es schaffe morgen, weil wir haben morgen Ladenvorabnahme, da kommt der Hausmeister und guckt sich an, was wir alles machen müssen bis zum Dezember noch. Und dann würde ich morgen gerne ein bisschen nähen mit euch. Nehme ich schon mal hier die Wohnzimmervorhänge, das sind hier diese weißen, die sind halt für den Laden waren die perfekt, weil da waren hohe Decken. Hier ist es nicht so perfekt. Ihr kennt die IKEA-Gardinen, sind alle relativ lang. Und ja, die möchte ich halt ein bisschen kürzen, weil die Katzen denken immer da unten, dass da was da rumhängt, ist ihr Bettchen, da können sie sich drauflegen. Und nein, das möchte ich aber nicht. Also werden die gekürzt und ganz ehrlich, es ist ja auch einfacher zum Saubermachen und die Gardinen zu benutzen und sowas, als wenn die da ewig auf dem Boden rumschleifen. Das ist der Plan für morgen. Also heute holt er dann die Gardinen runter und dann können wir die Küchengardinen natürlich auch, wenn wir schon mal an der Nähmaschine sind, können wir auch die Küchengardinen schick machen. Ja, ja, so ungefähr. Vielleicht teilen wir uns das auch in mehreren Tagen ein, damit ihr ein bisschen öfters Näh-Content habt. Ich weiß bloß noch nicht, wo ich mich hinsetze, ob ich mich hier tatsächlich ins Wohnzimmer an meinen Schreibtisch setze oder ja, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Genau, und dann kürzen wir die Gardinen. Genau, Lamellen. Dann wollte ich heute unbedingt den Keller leer machen, weil wenn Abnahme ist, ist das natürlich blöd, wenn da noch so Schrapel von uns rumliegt und der Keller kann ruhig schon mal leer werden. Genau, ja, genau. Das ist der Tagesplan so ein bisschen. Also mein Mann kommt mit zur Arbeit, dann habe ich 3 Stunden 2 Kunden. Gegen 16 Uhr Feierabend, dann fahre ich wieder zurück und ansonsten liegt heute an, ihr dürft 3-mal raten, Adventskalender. Wir müssen ein paar Adventskalender schaffen. Wir haben ja gestern schon ein paar geschafft, waren ja 5 Stück und jetzt, ich denke mal, dass ich heute eventuell 3 schaffe, heute Vormittag noch 2 und heute Abend noch einen, dann habe ich 3, dann morgen eventuell wirklich versuchen auch nochmal 5 Stück zu schaffen. Und dann wird das ja zügig weniger. Ja, Wochenende mache ich ja immer eure Bobbelbestellungen. Das heißt, Samstag, Sonntag, Montag wirklich meistens nur die anderen Bestellungen. Aber wir haben ja dann Land in Sicht. Ne? Ich kriege immer noch ganz viele Anfragen zwecks den Adventskalender. Der Adventskalender ist aus. Ich habe dafür keine Kapazität mehr, das heißt auch keine Materialien mehr, die dafür eingeplant sind. Also sprich nicht die Wolle. Die Wolle ist nicht das Problem. Ihr könnt euch 24 Garnschleifen auch bestellen. Die ganzen Materialien, die da reinkommen, die Tees, die Kerzen, die Maschenmarkierer, die Verpackungen, die Sticker, vor allen Dingen die Sticker, sind alle aufgebraucht. Das heißt, es ist Schluss. Es gibt keinen Adventskalender mehr und Leute, ich mache auch 3 Kreuze, wenn ich damit durchhöre. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich tatsächlich 90 Adventskalender wickeln tue. Wir haben gedacht, auch den Rest nehmen wir mit zu nächstes Jahr. Wird ja nicht schlecht, also was Sticker und Material betrifft, ne? Also jetzt abgesehen von den Tees und sowas, die kommen ja so in die Pakete auch mit rein, ne? Ich mache ja immer einen Tee und eine Kerze mit rein. Ich sag immer, das ist der perfekte Häkelmoment oder Strickmoment. Ne? Ich versuche das auch in den Etsy-Beschreibungen jetzt mit reinzuschreiben, damit ihr das wisst. Leider Stand heute kann ich immer noch nicht meine Beschreibung verändern. Kann ich immer noch nicht. Weiß ich nicht. Ist ja nicht so schlimm. Wenn ich das jetzt alles neu einstelle, dann funktioniert es. Ich kann bloß das Vorhandene gerade nicht bearbeiten. Ich
würde es gerne, weil ich würde gerne die Beschreibungen alle ein bisschen ändern und anpassen, aber es geht halt nicht. Und 500 Sachen neu einstellen, das machst du nicht an einem Morgen, das funktioniert so nicht. Ne? Deswegen wäre es schön, wenn die Bearbeitungsfunktion irgendwann mal wieder funktioniert, mal gucken. So lange muss ich eben immer frisch neu einstellen. Dauert extrem lange, ist aber nicht so schlimm. Kriegt man hin. So, dann habe ich Zuschauerpakete gekriegt und ich habe meine lieben Katis Wollhäschen schon ein Knäuel und Süßigkeiten aus dem Paket geklaut. Beziehungsweise hat mein Mann die Süßigkeiten rausgeklaut, damit ich nicht so viel sehe. Und ich habe aber heute früh ein weißes Knäuel rausgenommen, damit ich an meiner Decke für meinen Sohn weitermachen kann. Nämlich diese Kuschel-Fluschel-Decke. Ja, an der häkle ich jetzt weiter. Ich habe heute früh das ganze Weißes dazu gekommen. Und diese Decke wird es als Anleitung geben. Ich setze mich jetzt hin und mache die dann fertig, die Anleitung. Ja, vielleicht eventuell am Wochenende. Hoffe ich, dass ich sie fertig kriege. Also nicht die Decke, sondern die Anleitung. Die Decke an sich ist ja schon fertig. Wo habe ich sie? Ich habe sie verpasst. Ist nicht so schlimm. Okay, also ich zeige euch nachher, was ich gewickelt habe an Adventskalendern, was ich geschafft habe heute früh. Und ansonsten sehen wir uns zwischendurch im Laden bestimmt mal. Da zeige ich ein bisschen, wie die Veränderung passiert ist. Genau. Bis später. Hallo meine Lieben. Kurze Zwischenmeldung. Ihr seht, ich bin auf Arbeit. Wir haben gerade schön gefummelt, haben natürlich vergessen, euch mitzunehmen. Also mein Fahrrad ist 1A. Ich kann wieder wunderbar Fahrrad fahren damit. Ja. Und wisst ihr, was es war? Es war ein Dorn. Aber ich glaube, ich habe es gestern schon erzählt. Nicht so schlimm. Ich wollte euch zeigen, wie ihr seht. Seht ihr nichts? Die Gardinen sind weg. Die sind weg. Ja. Sieht von draußen irgendwie traurig aus, aber es ist halt so. Ne? Ja, so haben wir den Laden auch übernommen. So war es auch 4 Jahre. 4 Jahre generell. Und dann haben wir uns das ja mit den Vorhängen einfallen lassen und mit den Schaufenster und sowas alles. Und ja, jetzt ist es weg. Und es sieht ja dann genauso aus wie im Fußpflegeraum. Das war ja schon immer so. Ja. ich war gerade beim Edeka, habe nochmal Müllsäcke gekauft, weil ich keine mehr hatte. Und ich brauche noch ein paar. Ja, Müllsäcke, ein paar Schwämmchen, die ich hauptsächlich brauche fürs Katzenfutter wegmachen, ne? Also für die Döschen. Ja, Müllsack, seht ihr ja, nichts Besonderes. Nichts Besonderes eingekauft. Ja, damit ich gleich nochmal in den Keller starten kann und da nochmal Kleinzeug zusammensuchen kann. So, hier kann einmal die Tür zu. Ja, und genau. Handtücher muss ich jetzt gleich noch einsortieren, damit ich gleich noch was habe zum Arbeiten. Weil ich glaube, die Fächer, ja, waren leer. Und hier ist noch ein Kissi drin. Eine Decki. Und hier sind, oh ja, hier ist schon Kram drin, ne? Ja, ich schminke mich nicht. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Eigentlich wollte ich es damals meinen Lehrling mitgeben. Ich habe das ja auch für sie gekauft, alles den Kram. Damit sie schminken üben kann, hat sie nicht benutzt. Also quasi ist es noch alles wie neu. Ja, weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Vielleicht habt ihr einen Tipp. Vielleicht habt ihr Lust auf eine Verlosung hier mit Schminkzeug. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Ja. Natürlich, den Mascara hier habe ich benutzt. Den würde ich behalten. Weil was wollt ihr mit einem benutzten Mascara? Ist ja ekelhaft. Ja, der Rest ist alles voll schade drum, aber ich schmink mich nicht. Und was soll ich damit? Ja, also kann das weg. So, also das ist soweit leer. Der ist leer. Leer. Und leer. Ja, das wären ja unsere Fernsehschränke. Oh, hier muss ich mal sauber machen. Okay. Warum ist der da so übelst pattig? Okay, krass. Ja, so. Ja, irgendwie ist das wieder so ein Statement, ne? Das ist so ein Zeichen. Ha! Ja. Gut, ich muss den Keller heute noch ein bisschen aufräumen, weil ja morgen die Vorabnahme ist und dann wäre es schon ganz cool, wenn der Keller sauber ist.
Das ist heute noch mein Tagesziel. Darunter werden wir nicht gehen. Da nehme ich euch nicht mit. Ihr habt den Vorkeller gesehen und den Vorraum, das reicht zur Treppe runter. Und den Rest müsst ihr nicht unbedingt mit anschauen. Da sind wir wieder bei der Privatsphäre, ne? Also da unten ist ja nichts mehr. Da muss ich ja, mein Mann hat den ja schon leer gemacht. Also was uns gehörte, ist ja so weit raus. Ich mache bloß noch mal kurz Grund. Und der Rest gehört uns nicht. Damit können sie machen, was sie wollen. Weiß ich nicht. Ja. Gardinen. Ist ein Riesenstapel. Versuche ich alles mitzunehmen. Wie gesagt, das sind zwei so eine Schals mit der Spitze. Und zwei rosane Schals, eben wie es vorne an dem Fenster hing. Das kennt ihr ja, das habt ihr oft genug gesehen. Ja, die nehme ich mit. Die werde ich heute Abend gleich waschen, damit ich... ob ich die dann morgen schon umnehmen kann, das glaube ich nicht. Die müssen ja dann noch ein bisschen trocknen. Ja, mal gucken. Aber wir werden auf jeden Fall morgen die Vorhänge im Wohnzimmer umnähen. Da bin ich eigentlich schon voll dafür. Ja, na gut. Manchmal kommt es anders als geplant, meistens, ne? Kommt es anders als geplant, ja. Juti, kurze Meldung von hier. Habt ihr das mal gesehen? Ich gehe kurz den Schrank putzen und schnell die Handtücher da hinschmeißen und dann will ich noch mal in den Keller. Ich habe bloß noch ein paar Minuten, die Kundin kommt um eins und dann sollte ich fertig sein. Bis später. Wir sind zu Hause. Adventskalender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und Nummer 8 und 9 sind in Arbeit. Yay. Ich habe aber ein bisschen was Kleines zum Auspacken. Eigentlich weiß ich gar nicht, was ich zum Auspacken habe. Und dann gucken wir da mal rein. So süß verpackt mit Glitzerklebeband. Was ist das? Was biegst du? Wo ist die Schere? Ist doch noch irgendwas bei Etsy bestellt, aber eigentlich kann man von Etsy alles an, ne? Süß, oder? Und da so niedlich verpackt. Und was haben wir da Süßes drin? Ne? Okay, ich weiß, was es ist. Ich habe mir bei eBay noch ein Duftbar bestellt. Und das kam mir so super süß an. Ne? Also. Das hier ist Out and Sunset, keine Ahnung. Wie gesagt, das habe ich jetzt bei eBay ersteigert und die Frau, die das mir geschickt hat, die gießt die immer selber und hat jetzt noch zwei andere Duftbars mit reingemacht. Französisches Croissant. Oh cool, das wird bestimmt nach Zimt riechen. Oh, da bin ich gespannt drauf. Und das hier ist Lebkuchen. Ah ja, ist auch ein Lebkuchenmännchen. Erkennt ihr bestimmt nicht. Genau. Okay, ja, dann weiß ich natürlich total. Dann weiß ich natürlich, dass das mein Wachs war. Also es ist Duftwachs, ne? Für diejenigen, die das jetzt nicht so auf den Schirm haben, was das genau ist. Das ist Duftwachs. Und das macht man hier in diese Lampen rein. In mein Häuschen zum Beispiel. Da ist gerade noch Blaubeere drin und ja. Und dann normalerweise kann man das hier wieder, wenn das fest ist, wieder rausnehmen. Aber manchmal geht es, manchmal nicht. Manchmal muss es auch erstmal 3 Tage stehen und dann geht's. Genau. Dann ein Teelicht in das Häuschen. Und dann wird das flüssig und dann duftet das. Und der Vorteil an Duftwachs ist, das duftet viel länger, als wenn man das mit der Kerze verbrennt. Genau, also das kam dann jetzt mal spontan nochmal an. Okay, eBay habe ich manchmal nicht auf dem Schirm, was ich da gemacht habe. So, alles bei meinem Duftkasten rein und fertig und wir gestartet. Ich
Ich wollte aber an dieser Stelle eigentlich das Video beenden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr lasst mir wieder ein Däumchen, ein Kommentar und ein Abo da. Da freue ich mich drüber und schaltet morgen wieder zu einer neuen Folge ein. Bis morgen!